Das merkt man natürlich rein messtechnisch erst einmal an der Messung des pH-Werts im Urin mit dem Streifen, aber man merkt es natürlich auch daran, dass die Lager, wo diese Stoffe abgelagert worden sind, und wir haben ja vorhin schon über dieses Bindegewebe gesprochen, wenn das Bindegewebe wieder praktisch entgiftet und entsäuert und, nehmen wir euch den Begriff, entschlackt wird, dann laufen alle Steuerungsprozesse, die ja an diesem Bindegewebe verankert sind, viel besser. Das heißt, der gesamte Stoffwechsel läuft runder, er läuft optimaler, sie haben mehr Energie, alle Systeme laufen im positiven Bereich.